Jedes Unternehmen braucht Geld, um seinen Geschäftsbetrieb zu finanzieren. Personal muss bezahlt werden, Investitionen in den Maschinenpark erfolgen und Rohstoffe müssen beschafft werden. Und erst mit dem Verkauf der Ware fließt das Geld zurück in die Kasse. Um diese Lücke zu schließen, benötigt das Unternehmen Eigenkapital oder Fremdkapital. Was genau ist denn ein Kredit? Ein Kredit ist Fremdkapital. Und die Aufnahme eines Kredites ist ein ganz normaler Vorgang. Die Banken stellen einem Unternehmen Geld zur Verfügung, das Unternehmen zahlt dafür Zinsen und am Ende der Laufzeit zahlt das Unternehmen das Geld zurück. Die Höhe des Zinssatzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel von der Länge der Laufzeit und auch von der Bonität des Unternehmens. Was bedeutet eigentlich die Kreditklemme? Grundsätzlich kann keine Bank gezwungen werden, einen Kredit zu vergeben. Das Ausreichen von Krediten ist aber einer der wesentlichen Geschäftszwecke einer Bank. Und je mehr Kredite ausgereicht werden, desto größer ist das Geschäftsvolumen. Insbesondere seit der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahre 2008 klagen die Unternehmen nun vehement darüber, dass eine Kreditklemme herrscht. Und ebenso laut weisen die Banken diesen Vorwurf einer Kreditklemme zurück. Wieso kommt es dazu? Hierzu müssen wir einen Ausflug in die Schweiz, konkret nach Basel, machen. Um den Zusammenbruch von Banken zu verhindern, hat man Eigenkapitalregeln aufgestellt. Diese heißen Basel I, Basel II, Basel III. Im Prinzip beschreibt man damit die Eigenkapitalunterlegung von Darlehen. Risikoarme Kredite benötigen weniger Eigenkapital, risikoreiche Kredite benötigen mehr Eigenkapital. Um dieses festzulegen, werden dann Gespräche zwischen den Banken und den Unternehmen geführt. Über den Markt, über die Produktchancen, über den Absatz, über die Laufzeit und über die Höhe des Kredites. Wenn dann die Bank dem Unternehmen keinen Kredit gewährt, kommt es häufig vor, dass das Unternehmen von Kreditklemme spricht. Und wenn dies in einem großen Ausmaße geschieht, dann wird nicht investiert und das Wirtschaftswachstum liegt da nieder. Die Banken weisen diese Vorwürfe zurück. Sie verweisen aus ihrer Sicht zu Recht auf die notwendigen Kreditregeln zur Vergabe von Krediten. Wer hat denn nun eigentlich Recht? Immobilienblase, Subprime-Krise oder auch Lehman-Pleite. Diese drei Beispiele zeigen, dass die Banken Geschäfte eingegangen sind, die hohes Risiko beinhalten. Und damit, wenn diese Geschäfte platzen, können Banken auch pleite gehen. Dieses kann uns alles andere als egal sein, denn schließlich verleihen die Banken ja unsere Spareinlagen. Und wir möchten nicht, dass unsere Spareinlagen wie Seifenblasen platzen, sondern sie sollen ja unseren nächsten Urlaub finanzieren oder auch unseren Ruhestand. Wie immer sollte man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Denn gerade der deutsche Mittelstand ist auf die Kredite der Banken angewiesen. Denn ein Mittelständler will häufig nicht an die Börse gehen oder er kann es auch vielleicht nicht. Was kann man als Unternehmen gegen die Kreditklemme tun? Aus meiner langjährigen Erfahrung bei der GfK weiß ich, dass offene und wahre Kommunikation das beste Mittel ist, um einen Kredit zu akzeptablen Bedingungen, sprich niedrigen Zinsen, zu erhalten. Binden Sie also Ihren Bankberater, Ihre Hausbank frühzeitig ein. Und sollte es mal nicht klappen, so haben wir ja Gott sei Dank auch noch mehrere Banken. Und auf zwei Beinen steht es sich sowieso besser. So, das war's für heute, die Business Brotzeit mit mir, Professor Dr. Bübenhorst. Wenn Sie Wirtschaftsfragen haben sollten, dann her damit, ich beantworte sie Ihnen gerne. Bis zum nächsten Mal, tschüss.